Der Sport auf TV Rostock. Präsentiert von der Ostseesparkasse Rostock. Herzlich willkommen zum OSPA Sportclub, der Talk aus dem OSPA-Zentrum am Vögenteich in Rostock. Auch heute wollen wir in dieser Ausgabe über die aktuelle Situation des Sports in Rostock und Umgebung sprechen. Und auch dieses Mal haben wir drei interessante Gesprächspartner hier zusammen. Zum einen Dirk Bauermann, den Cheftrainer der Rostock Sivus aus der zweiten Bundesliga. Hallo. Hallo. Frank Thiesenhusen, der ist der Manager der SV Warnemünde Volleyballmänner in der zweiten Bundesliga. Hallo und herzlich willkommen. Und den Chef des Nachwuchsleistungszentrums des FC Hansa Rostock begrüßen wir auch, Stefan Paule-Beinig. Hallo. Hallo. Paule, vielleicht fangen wir mit euch mal an, denn aktuell seid ihr ja mit den Jungs im Nachwuchs beim FC Hansa Rostock gehört ihr zu den Glücklichen, die aktuell ein bisschen trainieren können. Wie sieht denn das aktuell aus? Also aktuell schon wieder ein bisschen besser, aber die ersten paar Wochen waren natürlich schwierig für die Jungs, die zwar froh waren, wieder auf dem Platz zu sein, aber du hast halt die Abstandsregel gehabt. Du konntest nur in ganz kleinen Gruppen trainieren, also mehr oder weniger technische Übungen, Passspiel. Jetzt dürfen wir schon kleinere Übungen, Spielformen machen, wo du aber nicht in den Zweikampf rein darfst, aber zumindest das auch mal wieder eine Spielform stattfinden kann, denn ohne Spielform macht es den meisten dann irgendwann keinen Spaß mehr. Die Situation bei den Profis ist eine andere, die dürfen mit Sondergenehmigung richtiges Training machen, weil der Spielbetrieb in der dritten Liga läuft. Guckt man da ein bisschen neidisch dann, wenn da Action auf dem Trainingsplatz ist? Na, neidisch eher weniger, sondern wir drücken die Daumen eher, weil wir wollen ja halt vielleicht den Schritt gehen, der ja auch möglich ist. Spielen ja da bisher die letzten Spiele sehr erfolgreich und natürlich die Jungs bestimmt. Für mich ist das ein bisschen was anderes, dadurch, dass ich nicht mehr auf dem Platz bin. Sie haben ja auch eine Zeit lang bei uns im Volksstadion trainiert und konnten auch immer mal wieder selber einen Blick drauf werfen. Aber es ist schön, dass es da weitergegangen ist, aber man merkt natürlich den Unterschied, ob Zuschauer da sind oder nicht. Und eine Atmosphäre im Stadion ist, die wesentlich schöner ist, als wenn man vor leeren Rängen spielt. In der Tat. Dirk Bauermann, wenn wir uns die Situation bei den Basketballern angucken, ich meine, Sie haben schon eine Menge erlebt als Trainer. Sie sind gut in der Weltgeschichte rumgekommen. Litauen, Griechenland, Türkei, China, in Deutschland sehr erfolgreich als Trainer bei Bayer Leverkusen, 7-mal deutscher Meister geworden, mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister geworden. Man kommt sicherlich mal in die Situation, dass es eine Mannschaft gibt ohne Trainer. Aber haben Sie als Trainer schon mal die Situation gehabt, dass Sie keine Mannschaft haben, so wie im Moment? Ja, das ist nicht so ganz unüblich. Gerade so im frühen Sommer, im späten Frühjahr ist man dabei, die Mannschaft fürs nächste Jahr zusammenzustellen. Und so wichtig auch personelle Kontinuität ist. Die Realität ist eben gerade heute noch ganz anders als vor vielleicht 15 Jahren, dass sich Mannschaften sehr stark verändern. Wir haben ja auch immer einen relativ hohen Anteil von amerikanischen Spielern, die häufig nur Einjahresverträge bekommen, aber auch nur wollen. Und insofern ist die Fluktuation relativ groß. Deshalb für mich die Situation nicht viel anders als sonst. Was anders ist, ist einfach, dass wir viel mehr Zeit haben, um gerade mit, Stefan hat es ja angesprochen, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und Basketball ist ja ein Spiel, in dem Fertigkeiten sehr anspruchsvoll sind. Ganz enger Raum, hohes Ziel, kleines Ziel. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und wir haben drei junge Spieler im Kader, die wir jetzt an dieses doch deutlich höhere Niveau der Profis heranführen können. Und insofern versuchen wir, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Das heißt, es ist sogar für gerade diese jungen Spieler gar nicht so schlecht, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist, weil man sich intensiver um sie kümmern kann. Kann man dem sogar ganz ein bisschen was Positives abgewinnen? Ja, genau. Also eines der großen Probleme in unserem Sport, und ich denke, das wird bei Volleyball und Fußball nicht anders sein, ist der Schritt aus der Jugend in den Profisport. Und wenn man ihnen da gerade auch athletisch helfen kann, und das sind 3-4 Monate eben eine unglaublich lange Zeit, die man sonst nicht hat, und ihnen eben auch einfach über
Videostudien hilft das Spiel besser zu verstehen, gerade den Profisport, das Profispiel, das anders ist als der Jugendbasketball, besser zu verstehen und man sie eben auch weiterentwickelt in ihren Fertigkeiten, dann ist das schon in diesem Sommer wirklich ein großer Vorteil. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, wann es weitergehen wird. Man munkelt, es könnte im September, vielleicht spätestens im Oktober wieder losgehen. Ihr habt natürlich den Nachteil im Gegensatz zum Fußball, dass ihr eine Hallensportart seid, genauso wie die Volleyballer. Bei euch ist die Saison auch abgebrochen worden. Ihr seid am Ende Achter geworden, was den Klassenerhalt bedeutet hat. Aber es ist ohnehin die Regelung getroffen worden, dass gar keiner hätte absteigen müssen, jetzt aufgrund der Corona-Krise, richtig? Genau, man hat jetzt versucht, niemanden zu benachteiligen oder zu bevorteiligen aus dieser Situation heraus. Und es ist auch aufgegangen, der Plan. Es sind ein paar Mannschaften aufgestiegen, es ist keiner abgestiegen. Und wir können nächstes Jahr auf jeden Fall erstmal wieder mit einer normalen Liga starten. Wie sieht das Training aktuell aus? Sind die Volleyballer jetzt im Moment Leichtathleten? Im Moment ist es noch mehr oder weniger Home-Training, was wir machen. Wir dürften in die Halle jetzt sogar seit ganz aktuell, ich glaube seit heute, sogar wieder mit richtig Aktionen auch am Netz. Wir haben die Karte bis jetzt nur für Probetrainings gezogen, weil die Bedingungen dahinter doch ein bisschen kompliziert sind. Wir werden wahrscheinlich am 1.8. offiziell mit dem Training beginnen. Bis dahin hoffen wir auch, dass wir den Kader so grob zusammen haben, dass es dann auch Sinn macht, in die Vorbereitung zu gehen. Und wir müssen dann auch in die Vorbereitung gehen, weil der Ligastart aktuell für Mitte September geplant ist. So konkret sind die Planungen da schon vorangeschritten? Genau, wir haben den Spielplan bekommen, wir haben den Slot für uns bekommen. Das heißt, wir fangen Mitte September mit dem ersten Auswärtsspiel an und Ende September mit dem ersten Heimspiel, wie auch immer das dann aussehen mag. Geisterspiele spielen da immer eine Rolle, wenn man dann hört, dass Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten bleiben sollen. Jens Hankanowitz, der Manager des Seawolves, hat schon gesagt, also es ist eigentlich komplett ausgeschlossen, dass wir eine Saison starten mit Geisterspielen. Sehen Sie das ähnlich? Genau, das hat die Liga ja auch so beschlossen. Es wird keine Geisterspiele geben und insofern muss man abwarten, wann die Saison denn überhaupt losgeht. Bisher war geplant 15. Oktober. Aber durch die Entscheidung der Bundesregierung jetzt nochmal später diese Großveranstaltungen zuzulassen, nämlich erst im November, denke ich, wird sich das nochmal um einen Monat verschieben und unsere Fans müssen weiter sozusagen auf Entzug sein. Aber auch die Zeit geht vorüber. Wie plant man da eine Vorbereitung, wenn man dann ungefähr weiß, wann man spielt? Verzichtet man beispielsweise auf Vorbereitungsspiele oder kann man das gar nicht? Weil dafür braucht man auch besondere Bedingungen, ja? Ne? Ja, nee, das kann man nicht. Man kann einfach jetzt nicht konkret planen, ne? Sondern man muss so die Dinge auf sich zukommen lassen. Und wenn dann wirklich feststeht, wann es losgeht, dann geht man in eine konkrete Planung, weil man muss ja auch mit gegnerischen Mannschaften, vielleicht ausländischen Mannschaften, gegen die man spielen will, reden, um diese Freundschaftsspiele zu vereinbaren. Aber im Augenblick ist das einfach nicht möglich. Wie sieht es da bei den Fußballern aus? Wird dann mehr intern in der Vorbereitung dann auch gespielt, dass die verschiedenen Altersklassen, die nur eine Altersklasse auseinander sind, dann häufiger gegeneinander spielen werden? Wenn das möglich ist, ja. Wenn wir halt keine Freundschaftsspiele oder Testspiele machen können, wenn wir schauen, dass dann eine U16 gegen eine U17 oder die U21 gegen unsere A-Jugend spielt. Wenn das erlaubt ist, werden wir es auf alle Fälle mit im Plan haben, weil es ist wichtig, dass du auch Spiele hast und nicht nur trainierst und dann ins erste Spiel gehst, überhaupt keine Wettkampfpraxis irgendwo hast. Deswegen wäre das zumindest eine Alternative, aber auch da ist für uns immer noch alles offen, weil wir auch nicht wissen, wann es weitergeht. Bei uns wird so gerechnet, Anfang September, dass es da vielleicht mit Spielen im Nachwuchs wieder losgehen könnte. Das Thema Geisterspiele ist natürlich dann, trifft euch nicht so hart, weil in den meisten Fällen sind da wenige hundert Leute da. Das sind dann meistens die Angehörigen von den Spielern, ein paar Scouts und ein paar ganz hartgesottene Fans. Also da könnte man wahrscheinlich bestimmte Auflagen dann einhalten. Ne? Könnte man, aber du kennst ja die Fanbase des FC Hansa. Wenn du dann im Männerbereich, im Profibereich keine Spiele hast, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ich schaue mir mal U19 Regionalligaspiele an oder ich gehe zu unseren Amas. Deswegen ist das für uns auch im Nachwuchs dann natürlich ein Thema. Apropos Kaderplanung, haben wir jetzt von den Volleyballern und den Basketballern gehört, dass es nicht ganz einfach ist, da die Kader zusammenzustellen. Ihr seid ja auch in der vergangenen Saison mit Zielen unterwegs gewesen. Beide Mannschaften im ältesten Jahrgang des Nachwuchses spielen in der Regionalliga, also zweitklassig. Da waren zumindest die Aufstiegsplätze waren ins Auge gefasst.
wird das jetzt auf das nächste Jahr, also auf die kommende Saison verschoben? Und wie kann die Kaderplanung aufgrund der ganzen Situation da vorangetrieben werden, auch im Nachwuchs? Also nächstes Jahr wollen wir, wenn es möglich ist, ich glaube auch, dass das mit den Kadern möglich ist, die wir jetzt zusammengestellt haben, dass du mit der B-Jugend und der A-Jugend um den Aufstieg mitspielen kannst. Das war unser Ziel, wird auch nächste Saison unser Ziel sein, weil wir wieder zurück in die Bundesliga wollen. Kaderplanung im Nachwuchs, ja, ist ein bisschen anders ja als im Profibereich. Auch für die Jungs ist es ja dann jetzt schwierig gewesen, in der Zeit Vereine zu finden oder zu wechseln. Da ging es ja allen im Grunde genommen gleich wie uns hier beim FC Hansa auch. Wir haben dann versucht, wo dann die Möglichkeit wieder war, auch nach MV zu kommen, zumindest in den Trainingsinhalten, die wir täglich trainieren konnten, den einen oder anderen mitzuholen, dass er im Probetraining dabei ist oder zumindest mal Rostock kennenlernt. Und ich glaube schon, dass wir da für die neue Saison vernünftige Kader auf die Beine gestellt haben. Die meisten Kader sind die sowieso schon da waren. Die Saisonziele sind also formuliert. Man will um den Aufstieg mitspielen. Wie sieht es bei den Volleyballern aus? Gerade wenn man sieht, dass die Liga jetzt aufgestockt wird durch Aufsteiger, wird es wahrscheinlich dann auch eine etwas größere Anzahl an Absteigern geben. Muss man sich da dann tatsächlich in der Kaderplanung auf genau solche Sachen mit einstellen? Na, ich glaube, da gucken wir gar nicht so hin. Wir schauen, wir haben einen Plan und den verfolgen wir auch weiter, auch trotz Corona. Werden wir daran festhalten, unser Ziel zu verfolgen, und das heißt, sich peu à peu weiterzuentwickeln, zu verstärken, die Mannschaft punktuell so zu verstärken, dass wir einfach noch ein Stück im Niveau gewinnen. Und das ist das Ziel für die kommende Saison jetzt auch. Und dann avisieren wir schon das obere Mittelfeld an, das ist das Ziel. Ich denke nicht, dass es für die Aufstiegsplätze schon reichen wird, aber ich denke, die Saison ist jetzt einfach nicht planbar. Auch wir wissen nicht, was die anderen Teams machen. Wir wissen nicht, wie die Kaderplanung bei den anderen Teams vorangeht, wie da die Budgets aussehen, was die sich leisten können. Das wird ein Stück weit Überraschung werden, glaube ich. Ist denn schon klar, wie viele Absteiger beispielsweise es dann geben wird? Oder hängt das dann tatsächlich von der Stärke der Liga ab? Es könnten ja theoretisch noch Mannschaften freiwillig zurückziehen und dann kommt man wieder auf eine Liga-Stärke, die vielleicht der entspricht, die wir in der vergangenen Saison gesehen haben. Also jetzt zieht keiner mehr zurück, jetzt ist es fix. Es hat ein Team zurückgezogen ganz am Anfang. Das wurde dann durch Aufsteiger wieder aufgestockt. Wir gehen jetzt erstmal in die Saison und ich denke, die Liga wird daran interessiert sein, eine starke zweite Liga untenrum zu haben und wird die 14 Teams auch halten wollen. Das heißt, wir werden ein ganz normales Abstiegsprozedere haben, was ja sowieso immer ein bisschen Verschiebung gibt durch erste Liga. Ja, geht einer nach oben, kommt einer runter in die zweite Liga. Ist ja eine zweigeteilte zweite Liga, ne? Kommt einer in die Nord oder geht einer in die Süd und dementsprechend verschieben sich dann auch die Plätze hinten ein bisschen. Wie sieht es im Basketball aus? Es gibt einen Aufsteiger aus der zweiten Liga in die Basketball-Bundesliga, aber es gibt, glaube ich, keine Absteiger, ne? Also es wird auch eine große Liga nächstes Jahr, ne? Genau, große Liga, freuen uns drauf, wenn es dann losgeht. Also es macht so viel Spaß hier. Die Halle ist toll, Stadthalle hört sich so ein bisschen verstaubt an, ist aber nicht. Ne? Es macht Riesenspaß, da zu spielen. Das ist eine Arena, mit der man auch ohne Probleme in der BBL spielen kann. Die Fans sind riesig, also die Stimmung ist sensationell gut. Da macht es wirklich ganz viel Spaß und denke, dass die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht haben wird als die des letzten Jahres. Aber es ist viel zu früh, über Ziele nachzudenken und erst recht darüber zu reden. Insofern konzentrieren auf den Prozess, jetzt keine Fehler machen, super sorgfältig sein, professionell arbeiten in der Mannschaftszusammenstellung und dann sehen, wie wir den Namen der Stadt, der Regionen und der Sponsoren, sind ja hier beim Hauptsponsor der OSBA, vertreten können. Gab es schon mal eine ähnlich vergleichbare Situation in Ihrer langen und großartigen Karriere als Trainer, dass man so wenig eigentlich arbeiten kann wie im Moment? Also lang auf jeden Fall, großartig nicht immer. Aber gut, also als Trainer hat man immer auch Brüche in seiner Karriere und Zeiten, in denen man arbeitslos ist. Das ist mir 2-3 Mal passiert. Nachdem ich beim FC Bayern rausgeflogen bin, war es länger, weil da wollte mich keiner mehr. Aber im Ernst, solche Phasen sind nicht unüblich. Aber diese jetzt mit Corona ist natürlich ganz, ganz eigenartig. Also wir denken ja immer, wir haben Probleme damit. Aber
Brasilianer, Menschen, die wenig Geld haben, die Amerikaner, Afrikaner, welche Probleme in diesen Kontinenten oder Nationen im Augenblick existieren. Das ist schon brutal. Und du hast ja vorhin gesagt, ich habe halt auch schon mal in Russland als Trainer gearbeitet. Der Basketball war toll, aber die Menschen haben halt nicht viel. Und dann zu hören, wie sich Menschen hier darüber beklagen, dass sie vielleicht einen Sommer mal nicht in den Urlaub können und das als großes Opfer verstehen und sich darüber beklagen, dass die Politik diese Dinge nicht ermöglicht, das finde ich albern und lächerlich. Also insofern, klar, Corona für uns auch ist ganz schlimm, aber absolut erträglich, finde ich, und wer da jammert, also gerade wir, uns geht es ja gut. Ich glaube, der hat vieles nicht verstanden. Ich war im letzten Jahr ja auch in China und habe da ein Jahr als Trainer gearbeitet. Ganz besondere Erfahrung und habe ja noch guten Kontakt natürlich zu Spielern und Kollegen, Assistenztrainern. Und das war schon sehr, sehr schlimm und das Leben extrem, extrem beschränkt. Unglaubliche Kontrolle. Deshalb finde ich, geht's uns gut und die Probleme, die wir damit im Sport haben, die kriegen wir in den Griff. Krisen sind immer auch Chancen und die müssen wir ergreifen und dann geht es irgendwann weiter. Und Fußball wird es weitergeben, Volleyball und Gott sei Dank Basketball auch ein bisschen. Insofern alles gut. Man kann schon sagen, dass Sie sowas wie ein Weltenbummler sind im Basketball, haben eine Menge gesehen. Wir haben es vorhin schon aufgezählt, so halb Europa war dabei. Gab es mal so spannende, vielleicht auch sogar gefährliche Situationen? Ich kann mir vorstellen, im Iran ist es also Europäer nicht immer so ganz einfach. Ja, Iran war ganz, ganz, ganz toll. Unglaublich höfliche, freundliche, gastfreundliche Menschen. Für mich war das interessant, in einem muslimischen Land zu leben, weil das Bild, das wir über die Medien, viel von dem ist ja auch berechtigt, ne, weil es eine religiöse Diktatur ist. Aber das sagt ja nichts über die Menschen. Und das war ganz großartig, hat mir viel Spaß gemacht. Insofern, ja, also gefährliche Situationen gibt es immer. Als ich in Griechenland war, da war ich mal komplett anderer Meinung als der Präsident, als der Besitzer des Vereines. Und der machte dann die Schublade auf und holte eine Pistole raus. Damit war dann im Grunde auch die Diskussion beendet und ich war komplett seiner Meinung. Ja, das fällt dir dann noch leicht, ne? Das fällt dann leicht. Aber am Ende, es sind immer Herausforderungen und du wächst an solchen Herausforderungen und in solchen Situationen. Und du weißt, dass solange du an dich glaubst und einen Plan hast, dann geht es immer weiter. Und das ist die Erfahrung. Und dann sind diese Schwierigkeiten am Ende Möglichkeiten zu wachsen. Und so sehe ich die Situation jetzt auch. Frank, sind das neue Methoden, die du als Manager auch anwenden kannst in Zukunft? Wobei, es sind vielleicht dann Wasserpistolen am Strand in Warnemünde ein bisschen. Das ist auf jeden Fall logisch, sag ich mal. Nein. Ja, aber wie überzeugt ihr denn Spieler beispielsweise, zu euch zu kommen? Ist der Standort etwas, womit man punkten kann? Ja, absolut. Also am Anfang war es schwierig. Als wir hochgegangen sind, waren wir ja so ein bisschen Exot. Mittlerweile konnten wir uns einen sehr guten Namen machen. Die Region ist toll, wenn Mannschaften hierher kommen, die hier vielleicht in der Nähe von Warnemünde übernachten, einfach mal abends durch Warnemünde schlendern, das hat schon Nachhall. Wir haben immer dafür gesorgt, dass wir die Vorgaben der Liga übererfüllen, sodass wir einfach auch ein wirklich gutes Layout für die Zuschauer, für die Spieler abliefern. Und das hat gut funktioniert und dementsprechend ist der Zuspruch, den wir jetzt haben, auch wenn wir noch gar nicht vorne mitgespielt haben, sehr, sehr gut. Wir kriegen viele Anfragen hierher, was am Anfang wirklich schwierig war, Spieler hierher zu ziehen. Und ich denke, auch der Trainer hat einen Teil dazu beigetragen. Der hat einen sehr guten Job gemacht. Das ist ja, wirst du wahrscheinlich selber kennen, wenn man einen guten Job macht, dann fragen dich die Spieler auch gerne persönlich. Ja. Und so ist es dann nachher so eine Gesamtmischung, die da zusammengekommen ist, die uns eine echt gute Lage versetzt hat hier. Könnt ihr mit dem Standort Warnemünde auch punkten, weil ja auch da beispielsweise Beachvolleyball gespielt werden kann? Also gibt es da Synergien, dass auch Leute, die im Sand spielen, auch in der Halle vielleicht für ein Zweitligateam in Frage kommen und dem man dann beispielsweise ganz gute Trainingsbedingungen auch für den Beachvolleyball bieten kann? Und ist das vielleicht auch sogar eine Alternative für euer eigenes Training? Ich sag mal, theoretisch wäre das möglich. Wir haben ja aber kein
Beachvolleyball-Leistungszentrum hier oben. Davon profitiert unser Liga-Konkurrent Kiel ganz stark. Die haben dort nämlich ein Beachvolleyball-Leistungszentrum und das verhilft ihnen zu vielen guten Spielern, weil viele Beachvolleyball-Spieler sind auch extrem gute Hallenspieler. Den Vorteil haben wir nicht. Wir haben eine Beachvolleyball-Szene, die ist groß, aber Spielerpotenzial generieren wir daraus nicht. Eher ist es so, dass sich unsere Jungs über den Sommer am Strand viel bewegen, dort viel machen, viele Turniere spielen, was rein aus Fitnessgründen und Konditionsgründen wirklich gut ist. Es ist ein Vorteil, wenn du, ich sag mal, so das Gesamtbild als Volleyballer mitnehmen möchtest, dann kommst du natürlich gerne an die Küste. Ich habe es selber jahrelang auch gemacht. Das ist ein Riesenaufwand, wenn du das ganze Jahr durch die Halle tourst und danach noch die ganze Strandsaison mitnimmst. Das laugt nachher über die Jahre ein bisschen aus, aber ich denke, der Standort an sich ist für Volleyball schon interessant, weil wenn man dann im Sommer an den Strand gehen kann und sich dort entspannen kann, das hat schon was. Ja, das ist für viele ein Argument. Ich kann mich erinnern, als ihr damals das erste Mal nach Rostock gewechselt seid, du und Matze Breitkreuz, dann auf Initiative von Frank Pagelsdorf als Hansa-Trainer, der ist auch überzeugt worden vom Strand in Warnemünde. Den hat man nämlich im Hotel Neptun ganz oben einquartiert und dann gab es am nächsten Morgen einen schönen Sonnenaufgang und dann konnte er nur noch sagen, wo muss ich unterschreiben. Das hatte Gerd Kiesche sehr clever gemacht damals. Du musst halt immer hoffen, dass die Sonne scheint. Ja, das ist wohl korrekt. aber apropos Strand, für euch, für das Nachwuchsleistungszentrum auch eine Alternative im Sommer bei gutem Wetter an den Strand zu gehen, denn ich kann mir vorstellen, Kraft und Konditionen kann man da auch ein bisschen tanken und das Ganze sogar auf spielerische Art und Weise. Definitiv. Ist, war und wird immer eine Alternative sein, an den Strand auch mal zu gehen. Ich kenne es selber aus meiner Laufbahn, da sind wir auch wieder bei Frank Pagelsdorf. Da hatten wir in Kühlungsborn ein Trainingslager gemacht, Vorbereitung, Vormittag wurde am Strand gespielt, Fußball gespielt, plus dann die Medizinbälle in der Hand und Läufe gemacht. Also der Sand, was Konditionstraining angeht, ist immer eine interessante Geschichte, auch für die Koordination und für die Kondition. Und du hast natürlich mal eine Abwechslung, was ja auch immer ganz schön ist. Gerade unsere Jungs, wenn sie dann ein bisschen älter sind, die trainieren 7-mal die Woche. Und wenn du dann zwischendurch auch immer wieder mal gerade in den Sommermonaten Training am Strand machst oder woanders, dann ist das immer mal ganz angenehm, den Kopf frei zu kriegen und ein bisschen anderen Untergrund zu haben, macht auch Spaß. Ja, und im Gegensatz zu den Volleyballern haben wir ja eine ganz aktive Beach-Soccer-Szene ja auch in Rostock mit den Robben, mehrfachen deutschen Meister, versandkostenfrei, die auch in der Bundesliga spielen. Ich glaube, da gibt es sogar so Absprachen, dass man da tatsächlich mal eine Trainingseinheit dann mit den Profis im Sand dann auch absolviert mit den Nachwuchskickern. So war es in den vergangenen Jahren jedenfalls. Also ich hatte mich schlau gemacht, gerade heute, weil wir darüber gesprochen haben, wie es aussieht, ob man nicht auch mal am Strand trainieren kann. Und da wurde mir versichert, dass auch in den letzten Jahren das immer wieder der Fall war und sie es auch gerne so beibehalten würden. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man die eine oder andere Einheit am Strand verbringt. Das sind jetzt Situationen, die man vielleicht sogar noch ganz gut überbrücken kann, weil bei vielen ja jetzt tatsächlich auch die Saison zu Ende gewesen wäre und ein bisschen Abwechslung in die Vorbereitung bringen kann. Trotzdem, es wird ja irgendwann weitergehen. Frank, es gibt dieses Team Sport MV, wo sich die größten und erfolgreichsten Vereine des Landes zusammengetan haben, um zu sagen, wir brauchen auch die Unterstützung der Politik. Da ist in der vergangenen Woche ein bisschen Bewegung reingekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Zahlen, ist es so, dass ihr mit ca. 20% des Budgets unterstützt werdet. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, es ist noch nicht final. Es sind jetzt alles so Ideen, die da geäußert werden. Ob die schon wirklich abgesegnet wurden, das weiß ich gar nicht ganz genau. Es wäre natürlich eine gute Unterstützung für den Bundesligasport. Und wenn das für alle Vereine aus diesem Bündnis dabei rauskommt, dann denke ich, haben wir ein kleines bisschen mehr Sicherheit, was die finanzielle Seite angeht, schon gewonnen. Ja. Wie wichtig ist es, dass sich die größten Vereine dort auch zusammenschließen und mit einer Stimme sprechen? Also die Seawolves sind mit dabei, ihr seid mit dabei, die Griffins, Hansa ist mit dabei, die Volleyball-Damen aus Schwerin, die drei großen Handballvereine aus Stralsund, Rostock und Schwerin sind mit dabei. Wie wichtig ist es, dass man da mit einer Stimme auch spricht und nicht jeder kleckerweise hingeht und bei der Ministerin Drese klopft und fragt, Mensch, hast du noch 5 € für uns? Ich glaube, das hat der Erfolg jetzt gezeigt. Ne? Wenn viele auf einmal kommen, dann geht es relativ schnell, bevor jeder versucht, seine Interessen irgendwo in der Politik zur Sprache zu bringen. Das war der richtige Weg. Und ich sage mal so, von den Größenordnungen her ist es ja so, dass wir natürlich auch ein bisschen davon profitieren, dass die großen Vereine, ja, auch die Erstliga-Vereine da ja schon, oder auch der Fußball und der Basketball, ja, das sind ja schon auch große Gewichte jetzt in der Region.
Und das erzeugt auch ein bisschen mehr Druck auf die Politik. Und so wurde da relativ schnell und gut entschieden. Was jetzt ganz genau rausgekommen ist, das müssen wir noch abwarten. Aber die Signale sind da, die positiven. Und ich weiß, dass auch die CIVOs sich freuen, dass es da ein bisschen was an der Politik gibt. Aber die Maxime bleibt, die größte Einnahmequelle sind und bleiben die Fans. Das ist einfach so. Deswegen müssen die Spiele mit Zuschauern dann auch stattfinden. Sie haben es ja schon gesagt, auch allein der Atmosphäre wegen. Ne? Und den Sponsoren muss man was anbieten. Wenn man was in die Halle stelle, muss ja auch irgendjemand sehen können. Ne? Absolut. Auch anders als im Fußball, selbst in der ersten Liga, wird kein Geld generiert über Fernseheinnahmen. Das gibt es nicht. Es gibt zwar über Magenta ein tolles Angebot, man kann jedes Spiel live sehen, aber Geld bekommt die Liga nur sehr wenig. Ganz anders als im Fußball. Und deshalb macht es gerade für die zweite Liga, auch für die BBL aus meiner Sicht, viel weniger Sinn, diese Geisterspiele zu veranstalten, weil wir eben alle sehr stark von den Zuschauereinnahmen und von vielen Sponsoren leben, die ja auch so lokal verankert sind und nicht die ganz großen wie beispielsweise im Fußball. Insofern ist das Thema Geisterspiele für uns sicher eher ein Nicht-Thema. Dann freuen wir uns darauf, dass es dann bald irgendwann wieder losgeht. Habt ihr schon konkrete Pläne? Ich glaube, im Fußball, dadurch, dass es ja im Gegensatz zu diesen beiden anderen Sportarten, Volleyball und Basketball, eben draußen stattfindet, kann man schon eher mit weniger Beschränkungen rechnen, wann ihr wie mit der Vorbereitung startet. Jetzt spielt natürlich so ein bisschen rein, dass die Ferien jetzt beginnen. Da ist dann auch mal ein bisschen schlecht dann zu planen, denn die jungen Spieler werden dann ja sicherlich dann auch in den Ferien zu Hause sein und mit den Eltern die Zeit verbringen, ne? Ja, die freuen sich drauf dieses Jahr, weil sie wirklich einen großen Teil der Ferien verbringen können. Wir werden um den 20. Juli anfangen mit der einen oder anderen Mannschaft. Das wird dann so bis Anfang August, dass alle gestartet sind. Die letzten Jahre ist es ja dann häufig schwierig, dadurch, wenn die Ferien ein bisschen weiter nach hinten gelagert sind, dann geht die Saison frühzeitig los, dann haben die Jungs vielleicht ein, zwei Wochen. Dieses Jahr werden sie um die 4 Wochen haben, sie kriegen dann Pläne mit. Aber Ziel ist, um den 20. rum mit den Trainingseinheiten wieder anzufangen. Und wir hoffen natürlich, dass sie dann auch wieder normal stattfinden können mit Zweikämpfen, normalen Spielformen. Weil das natürlich ja, die große Freude an dem Spiel ist. Nicht? Und nicht nur Kondition und Technikeinheiten, sondern am Ende will man spielen und dann am Wochenende natürlich auch die Ligaspiele haben. Ja, und zu ganz normalem Spielen und Training gehört natürlich auch, dass man beispielsweise, wenn man dann verschwitzt vom Trainingsplatz kommt, auch wieder duschen kann, ne? Und nicht in den Klamotten nach Hause fährt. Das ist schon eine unangenehme Situation. Jetzt, ich meine gar nicht mal, weil es riecht oder sonst irgendwas, aber schon eine unkomfortable Situation gewesen bislang, oder? Definitiv. Da konntest du ja noch froh sein, dass du wenigstens halbwegs Wetter hast, nicht zu kalt ist. Dann kommen ja dann noch Erkältungen dazu oder irgendwas. Deswegen ging das alles. Die Eltern haben auch ihre Kiddies unfassbar unterstützt, hingefahren, wieder danach dann abgeholt, zwischenzeitlich aber auch nicht da gewesen, weil es ja auch nicht erlaubt war, groß am Trainingsplatz zu stehen. Also da können wir uns nur bedanken bei den Eltern, die uns da unterstützt haben. Und wir hatten den NLZ-Trakt zu, weder Kabinen noch Duschen waren offen. Toiletten-WC war ein bisschen abseits, wo jetzt die letzten ein, zwei Wochen man wieder draufgehen konnte, die ersten Wochen auch gar nicht. Da wurde dann gesagt, bitte, wenn es nötig ist, dann müssen wir mal schauen, wo. In die Büsche schlagen. Also daher war das schon in der Situation schwierig, aber so wie Dirk gesagt hat, schwierig in unserem Sinne. Also da gibt es andere Dinge, die da wesentlich komplizierter, schwieriger, größere Einschnitte haben. Da geht das bei uns dann noch. Am Ende sind es erste Weltprobleme, ne? Das muss man dann natürlich auch sagen. Schlussrunde. Natürlich muss die obligatorische Frage kommen. Was wünscht ihr euch für die nächsten Wochen und Monate? Ganz kurz, Frank. Boah, rein sportlich gesehen wünsche ich mir einfach, dass es normalisiert, dass wir anfangen können, wieder ein bisschen Sport zu treiben, dass wir aber auch mit den Fans zusammen Sport machen können, dass sich wieder Normalität einkehrt. Ich wünsche mir aber auch, dass das im Verein eigentlich wieder weitergeht, ne? Weil also ich meine, das Bundesliga-Team ist immer nur die Speerspitze, dass die ganze Jugend wieder anfangen kann, in die Halle zu gehen, ein bisschen zu trainieren. Ich glaube, die haben alle unglaublich gelitten in der Zeit, wo sie gar nichts machen konnten. Da kann man zu Hause noch so viel machen, aber das ersetzt nicht so ein Teamsport. Und Teamsport, da können wir alle aus dem gleichen Wort reden. Ja, das macht man zusammen, das macht man gerne zusammen. Wenn das langsam wieder losgeht, das wäre schön. Und ich glaube, die ersten Zeichen sind gesetzt. Ich glaube, die Hallen dürfen wieder aufmachen, die Trainingsbedingungen ändern sich. Man darf auch wieder duschen, auf Toilette gehen. Seit heute
Von daher, es geht langsam vorwärts und wenn das so schrittweise weitergeht, dann sehe ich das dann nachher im September, Oktober auch irgendwie positiver. Dirk Bauermann, worauf freuen Sie sich? Auf das erste Bierchen in der Mannschaftskabine mit den Jungs beim Training? Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass die, die jetzt noch krank sind, und das sind ja auf der Welt noch Millionen von Menschen, dass die wieder gesund werden und dass die, die gesund sind, möglichst nicht krank werden. Und dann ist alles gut. Natürlich freuen wir uns alle auf das erste Heimspiel hier in der tollen Halle, klar. Alles klar. Und Paul Weindig, Schlusswort. Was wünschst du dir für die kommenden Wochen und für deine vielen Teams? Du hast ja eine Menge. Wie viele sind es insgesamt eigentlich? Von der U8 bis zur U21. Soll ich schnell durchzählen? Ja. Nee, ich lasse es. Aber ein gutes Dutzend ist es, ne? Ja. Sind ein paar. Ja, was wünsche ich mir? Im Grunde kann ich mich da nur anschließen. Wünsche den Jungs jetzt erstmal und allen Eltern entspannte Ferien, dass alles wieder in die Normalität zurückkommt und dass wir dann wieder alle gesund zusammen anfangen können. Und was ich auch immer unseren Trainern und auch Mitarbeitern gesagt, das Entscheidende ist für mich immer die menschliche Komponente, dass man vernünftig miteinander umgeht, respektvoll miteinander umgeht. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Und das war, wie es jetzt auch hier zeigt, auch in MV die Vereine miteinander zusammenarbeiten, weil das ist doch, wir leben alle davon, wir freuen uns, dass es die Sportarten gibt, dass die Kinder nicht auf der Straße, sondern auf dem Fußballplatz in der Halle unterwegs sind, nicht auf dumme Gedanken kommen oder nur am Pad oder Handy sitzen. Und deswegen denke ich, sind wir da auf einem guten Weg und den sollten wir auch so beibehalten. Das wünschen wir uns auch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an meine drei Gesprächspartner, an Frank Thiesenhusen vom SV Warnemünde Volleyball, den Manager der ersten Männermannschaft, an Dirk Bauermann, den Cheftrainer der Rostock Sea Wolves und dem Chef des Nachwuchsleistungszentrums des FC Hansa Rostock, Stefan Paul Beinlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Einschalten beim Ostbar Sportclub, der Talk auf TV Rostock hier aus dem Ostbar Zentrum in Rostock am Fügenteich. Und dann hoffe ich, dass Ihnen dieser kleine Einblick ins aktuelle Sportgeschehen in Rostock gefallen hat. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Der Sport wurde präsentiert von der Ostsee-Sparkasse Rostock.